Hallo und fröhliche Weihnachten wünsche ich euch allen. Heute gibt's was ganz Besonderes anlässlich zu diesem Tag, und zwar könnt ihr heute den M46 Patton KR kaufen. Und hier in dem Video will ich euch den einfach ein bisschen vorstellen, zeigen, spielen und natürlich auch hier einfach mal vergleichen, weil das war immer so das Thema, dass ihr sagt, ja, vergleicht doch mal mit einem anderen Panzer und was kann man besser als den M46 Tier 8 Premium mit dem normalen Tier 8 M26 Pershing vergleichen. Aber wir schauen uns jetzt einfach mal den M46 an. So sieht er aus. Das ist er in seiner ganzen Pracht mit seiner Tarnung, die ja dem Koreakrieg entsprungen ist. Haben die GIs auf die Panzer gemalt, um den noch ein bisschen furchterregender aussehen zu lassen. Also es gab sie wirklich und die wurde jetzt nicht nur so wie hier dargestellt, sondern auf viele verschiedene Arten und Weisen. Also da haben sich die GIs austoben dürfen. Und nochmal zur Verdeutlichung zeige ich euch auch den normalen M46 Patton, der ja dann aber ein Tier 9er ist. Ihr seht, so sieht er aus. Wir machen einfach nochmal hier die Ansicht. Man sieht also, die Wanne bleibt exakt gleich, nur der Turmaufbau, der ist ein anderer. Der hier hat den Tier 9 Turm und auch eine 9er Kanone, dementsprechend da der Unterschied. Und ich vergleiche den auch nicht mit dem M46 Patton, weil dafür sind einfach die Werte zu weit auseinander. Nein, wir vergleichen ihn mit dem M26 Pershing. Und deswegen schauen wir uns gerade natürlich als erstes mal die Kanonen der beiden an. Das sind jetzt beides die Top-Kanonen. Wir nehmen auch beim M26 die 7er Kanone dazu. Da wird es dann ein bisschen klarer. So, alle drei haben die 90mm Kanone. 7,41 Feuergeschwindigkeit beim Patton KR ist gleichzeitig die schnellst schießende Kanone hier im Feld. Und dann ist so, der Durchschlag mit 192 ist an sich die beste von allen dreien. Allerdings mit Premium, da ist wiederum die vom Pershing, die Top-Kanone mit 268, ein wenig besser. HE-Schaden bei allen 45. Der Schaden auch bei allen gleich mit 240, 240 und 240, also da ändert sich nichts. Und die Streuung ziemlich identisch bei den beiden kleinen 7er Kanonen, wenn man das so sagen darf. 0,38 auf 100 Meter und die Top-Kanone beim Pershing würde 0,37 machen, also sehr gleich. Unterschiede gibt es dann schon deutlich mehr bei der Zielerfassung. Das sind die beiden Pershing-Kanonen jeweils bei 2,3 Sekunden. Und die Kanone hier vom Patton KR, die ist bei 2,5 Sekunden. Ansonsten alle drei nutzen die gleichen Munitionsarten, ganz klassisch AP, APCR und HE, also da gibt es keine Unterschiede. Das war's zum einen. Dann schauen wir uns nochmal die Turmvarianten an, in dem Fall vergleichen wir natürlich nur die beiden Top-Türme. Drehe es wieder hoch, dass das erhalten bleibt, die Struktur. Und zwar sehen wir die technischen Daten 127, 76, 63 der Panzerung. Das heißt, der Patton hat hinten etwas mehr Panzerung, dafür aber vorne, wenn ihr Halldown oder so stehen wollt, da sind es dann glanze 26 weniger. Also da ist dann schon definitiv ein Unterschied. Die Dreh- und Wendegeschwindigkeit, die ist aber wiederum genau die gleiche. Dann die Motoren, auch das ist ja immer ein Thema, wobei die Motorleistung hier vom Patton deutlich überlegen ist. Mit 810 PS zu 704 PS und das wahrscheinlich Wichtige ist aber, dass beide eine Brandwahrscheinlichkeit von 20% haben. Die Fahrzeugdaten nochmal. Die Struktur, seht ihr, sind 1440. Die Motorleistung 704 zu 810 PS. Dementsprechend ist auch die Gesamt- und Höchstgeschwindigkeit vom Patton KR ein wenig besser. 483 zu 48, also minimal, aber sie ist ein wenig besser. Und sonst, die anderen Daten haben wir ja soweit alle schon gesehen. Einzig und allein die Sichtweite ist vom Patton KR um 10 Meter reduziert gegenüber dem Pershing. Und die Funkreichweite, die bleibt wieder gleich. Die Ausstattung hier nochmal und viel wichtiger aber die Besatzung. Und Besatzung ganz klassisch
Ein Kommandant, ein Richtschütze, ein Fahrer, ein Funker und ein Ladeschütze. Also damit solltet ihr auch einen Crewtrainer haben. Und das muss man natürlich bei den 8er Premiums immer noch ins Kalkül ziehen. Bei den 8er Premiums auch natürlich das Credit-Einkommen, aber auf das gehen wir selbstverständlich noch ein. So, und last but not least, ihr seht diese wunderschöne Optik, aber ist die Optik denn veränderbar? Und das ist vielleicht noch ein Punkt. Nein, man kann keine Tarnung aufspielen. Also hier in dem Fall gibt es da einfach nichts. Das heißt, der bleibt so wie er ist, bekommt aber auch dann einfach keine Boni für etwaige Landschaften. Zumindest sieht es derzeit so aus. Also vielleicht sollte man das noch dann ins Kalkül ziehen. Nun aber sind wir hier fertig, haben beide Panzer verglichen, aber jetzt wollen wir sehen, wie schlägt er sich so live. Springen also ins Gefecht und an dieser Stelle nochmal ein fröhliches Weihnachten. Ja, also da haben wir jetzt ein Matchranking gefunden, sind hier auf Winterhimmelsdorf gelandet und sind hier Top Tier. Das ist doch ganz angenehm. Top Tier sein ist immer schön. Mit dem mittleren Panzer wäre jetzt mein Anliegen, dass ich hier hochfahre. Da fahre ich immer ganz gern hin, weil hier für die Schnetzelgasse ist er zu weich und man könnte ansonsten noch den Weg über die Schienen suchen, aber ich denke mal, dass ich da oben ganz gute Chancen haben sollte. Und hier seht ihr jetzt vielleicht sogar noch mal aufgrund der Sonne etwas besser die Tarnung. Und nun aber los geht's. Schnellstmöglich rauf Richtung Hügel. Und ihr seht, auf die 48 schafft das. 47. Ah, jetzt muss ich abdrehen. Ganz knapp. Aber er kommt gut in Tritt. Und jetzt hier schnell nach oben. Da bekomme ich auch gleich Unterstützung vom Panther und vom T-34-100. Und wir sollten alle recht zeitgleich oben ankommen. Das ist da dementsprechend sehr, sehr angenehm, dass man da hier gleich ein wenig Gas geben kann. Ihr habt schon gelesen, natürlich weckt der Panzer Aufmerksamkeit, aber das ist ja ganz normal. Gun Depression, wie ihr hier seht, ist in Ordnung. So, und jetzt sind wir auch schon oben. Da hat der Komet gleich mal den ersten bekommen. Und jetzt werden wir uns hier ein bisschen austoben. Ich hoffe nur, dass die Leute auf unser Heck aufpassen, was eher gerade nicht so aussieht. Dementsprechend kümmere ich mich da mal drum. Ja, und natürlich kommt er da durch. Klar, wir sind sehr weich. Jetzt hoffe ich nur, dass er dementsprechend ein wenig gucken. Und das hier so ein bisschen auf dem Schirm haben. Ah, komm schon, komm schon, komm schon. Ah, knapp darüber gesenzt. So, schön reingesetzt. Und da kommt jetzt der FCM rum. Ah, der war zu angewinkelt in dem Augenblick. So, jetzt mache ich erstmal den weg. Jetzt kriege ich von unten die Schüsse. Natürlich der E25, der jetzt hier drauf kommt. Und jetzt habe ich hinter mir die Jungs. So, und jetzt sind sie da oben durch. Sind einfach viel mehr Leute als wir gewesen. Und hier sind wir schon zerstört. Aber wir konnten uns oben gut erwehren. Ich würde sagen, das Game
breche ich hier direkt ab, weil ich will euch möglichst noch eine zweite Runde zeigen. Das heißt, die Endauswertung, die zeige ich euch, aber es passiert sonst nichts mehr Spannendes. Die erste Folge, beziehungsweise die erste Runde ist mit ihm, ja, mit 1681 Schaden gar nicht schlecht gewesen, aber nun soll es weitergehen. Das heißt, nächste Runde nochmal mit dem M46. Overlord als Standardgefecht. Wir sind hier in ein 8er, 9er und 7er Gefecht gekommen. Wenn man sieht, okay, es gibt sogar 6er Scout oder bei uns wurde ein Platoon gebildet aus Tier 7 und 5. Naja, nicht so clever. Nee, die Unterstützung, die wird hier mal aber abgelehnt. Man sieht hier nochmal den Panzer in seiner vollen Pracht. Hier nach Sonneneinstrahlung auch nochmal ein bisschen besser zu erkennen, auch wieder mal. Karte Overlord ist natürlich sehr angenehm für einen mittleren Panzer, weil man eigentlich prinzipiell jeden Weg irgendwo nehmen kann. Muss man da aufpassen hier auf die beiden Artis, die auf beiden Seiten sind. Los geht's. Und eine Sache eben nicht vergessen, die Crew ist noch recht frisch, es sind zwar 100%, aber die Skills und Fertigkeiten, da kann man den Panzer noch deutlich verbessern. Also da steckt noch Potenzial in diesem. So, ich werde jetzt mal erstmal die 9er 0er Linie da mich widmen. Und dann mal schauen, wie wir da so zurechtkommen. Und eventuell auch nochmal umstellen. Hier sehen wir jetzt mal die Geschwindigkeit, wie die so ist, wenn wir hier so ein bisschen schwereres Gefilde haben und nicht wie bei Himmelsdorf gerade alles gepflastert. Der schnellste ist er nicht, aber auch nicht der langsamste. Er fühlt sich auch ganz gut an. Das ist das Wichtige, dass man so ein gutes Gefühl für so einen Panzer hat. Da muss er nicht immer der schnellste, nicht immer der spritzigste sein, sondern es muss einfach so, ja, das Bauchgefühl muss passen. Jetzt gucken wir mal, ob wir hier gleich was aufmachen. So, auf den Waffenträger, da kommen wir nicht drauf. Aber scheinbar ist hier auch nicht mehr. Ja, kurios, eher, muss ich gestehen. So, der erste ist schön getroffen. Und dann wird er auch weggemacht. Von mir. Da drüben jetzt der IS-3. Der ging voll durch ihre Panzerung. Ja, da ist die Arti. Die haben sich nicht mal angekratzt. Oh Gott, die haben sich mal angekratzt. Daneben geschossen. Aber ist auch typisch, dass die Arti mich hier rausnimmt, beziehungsweise mich hier beschießt. Weil man hat einfach mit diesen Preview-Tanks einfach immer die Schüsse auf seiner Seite. Das ist einfach so ein altgedientes Gesetz. Wir sehen auch jetzt hier auf den 110er. Nochmal zurück. Ein Stück zurück, wenn du fahren würdest. Ansonsten lade ich halt einfach HE gleich für ihn. Jetzt komme ich nicht auf den M12 Arti drauf. Das wäre ein super schönes Ziel. Das gibt's doch nicht, da verzieht's den Schuss. Auch da wieder nicht passend. Wirkungstreffer.
So, diesmal konnte ich den Schuss so platzieren, dass er auch geklappt hat. Und jetzt will ich einfach mal den IS-3 seitlich anfahren. Weil wenn der so sein Auge auf den 110er schmeißt, kann ich doch das bestimmt auch nutzen. Ja, natürlich, außer die Su trifft mich da so hart. So, wir ziehen uns wieder ein bisschen zurück. Weil keine Ahnung, wo die Su da stehen soll. Auf jeden Fall konnten wir jetzt mal den IS-3 erledigen. Da ist die Su. Hat sie verschossen. Und weg ist sie, die Su. Und jetzt noch zwei Leute hier am Start. Und zwar der T-34 und der Super Pershing. Der ging voll durch ihre Panzerung. Und nochmal auf den. Und weg damit. Und jetzt nur noch der Super Pershing. Und dann haben wir noch zwei ganz vernünftige Runden gesehen. Eine Niederlage, ein Sieg. Jetzt über 2000 Schaden gemacht. Und auch wichtig ist die Credit-Ausbeute. Diese werde ich jetzt hier kommentieren. In der Runde davor habt ihr die ja gerade nur als Bildmaterial gesehen. Und ihr habt gesehen, normal geschossen, Premium geschossen, alles dabei. Eine zweite Klasse ist natürlich, heißt jetzt nicht so viel für einen Panzer, den keiner spielt. 1000 XP gemacht, 2155 Schaden, also wenigstens von den XP bin ich auf dem ersten Platz gelandet. 15 Schüsse gegeben, 10 Durchschläge und es gab 31 raus. In dem Fall wären es mit Premium gewesen, wären es 58.000 gewesen. Und ja, 556 ermöglicht. So, damit habe ich hoffentlich ein bisschen einen Einstand auf diesen Panzer gemacht und euch einen kleinen Hinweis darauf geben können, ob ihr ihn euch kaufen sollt oder nicht. Ich persönlich muss sagen, er fühlt sich ganz rund an für einen mittleren Spieler und dann auch noch Fan der Amerikaner. Ein absolutes Muss, würde ich sagen. Und ansonsten auf jeden Fall sehr nice to have. Ja, wenn euch das Video gefallen hat, Daumen nach oben, würde mich sehr freuen. Bis zum nächsten Mal, euer Alcaramba.